was hat dich dazu inspiriert, heute beim Okidok Festival in Wien mitzumachen? What was the inspiration to be here today on the Okidok Festival? I know the guy from Okidok, he invited me. He done a television special on me a few years ago. Okidok Klaus Galatzl hat ihn eingeladen, weil er schon in Vorarlberg vor circa 5 Jahren ein Interview mit ihm gemacht hat. Was macht dir an deinem Tun am meisten Spaß? What you like the most in your doing? In my doing? Mm-hmm. Working for non-profit organizations like Henry Red Cloud or Sepi Wakan. Also das Arbeiten mit dem gemeinnützigen Verein, den wir haben, für Projekte wie Henry Red Cloud in South Dakota und Sepi Wakan. Ist das deine Berufung? Is this your destiny? My destiny is to help people who cannot help themselves to work with poverty on the Indian reservations. Seine Bestimmung ist, mit Menschen zu arbeiten, die sich selbst nicht helfen können, weil sie keine Möglichkeit haben, zum die unterstützen. Was ist dein momentanes Projekt und was wird der nächste sein? What is your project in the present and what gonna be the one in the future? At the moment I'm building a Native American educational school in Nuremberg and one in Hungary. Also im Moment baut er ein Projekt in Nürnberg auf und eine indianische Schule in der Natur und eins in Ungarn. And this is to collect fundraising for, of course, projects on the reservations. Und das mit diesem Geld, mit diesen Spenden, können wir dann die Projekte in den Reservaten unterstützen. Was bringt positive Energie in dein Leben? What brings positive energy in your life? Probably my wife, but... I said probably my wife, but I think our fight against the pipelines. The Dakota Access Pipeline, and also now we have the battle against the Keystone Pipeline. Actually, I was just talking to Henry Red Cloud, the chief of the Lakota, yesterday, and we're going now to Keystone Pipeline. Also die Projekte mit die Unterstützung der Projekte in Keystone, das ist jetzt die nächste Pipeline, die jetzt die Indianer wieder Camps machen, zum dagegen protestieren. Und natürlich die Arbeit mit Henry Red Cloud, weil er bringt die Solarprojekte in die Reservate. Wann vergisst du die Zeit? When you forget your time. My time? Mm-hmm. When you forget about time. There actually is no time. We just go with the flow and work with the projects as we can to help the people and stop the oil pipeline, this fracking. Also er sagt, es gibt keine Zeit, weil wir gehen einfach in den Schritten, die wir gehen können, um diese Projekte zu unterstützen. Wofür würdest du in der Nacht aufstehen? For what you would stand up in the night? For what I would stand up for in the night? Yeah. If Donald Trump would quit? Wenn Donald Trump aufhören würde als Präsident. Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was würde das sein? If you could change one thing in the world, what would it be? To give the Native Americans back the Black Hills. Den Indianern in South Dakota die Black Hills zurückzugeben. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welcher Schauspieler würde das sein? If they make a movie about yourself, so which actor you would choose? Probably Bruce Willis. Bruce Willis. Wenn du ein Lebensmittel wärest, was würde das sein? If you would be a food, what would you would be? A buffalo. Büffel. Jetzt kommt der kurze Wordtrip. Okay. Am liebsten würde ich I would like to. You have to say another word. I would like to be free. Okay. Er würde gerne frei sein. Am liebsten würde ich frei sein. Ich würde niemals. I would never.
be a Christian. Ich würde niemals ein Christ sein. Das Leben ist? The life is? It's good. Das Leben ist gut. Ich bin? I am. An Indian. Liebe ist? Love is? Powerful. Was wäre deine Botschaft an die gesamte Menschheit? What would be your message to the whole people? Peace. World peace. World peace. Weltfrieden. That's what we need the most. Mm-hmm. Habe ich noch irgendetwas vergessen, was du unbedingt loswerden würdest? If she forget anything what you still want to talk about, or she, you have to say something more? I think it's important to remember what the Native Americans give to the world, a lot of medicine and knowledge. Es wäre wichtig, sich wieder daran zu erinnern, was die Indianer eigentlich für ein Kulturerbe haben, die Medizin, der Weg, die Einstellung zur Mutter Erde. And that we not give up on each other. Und dass wir gegenseitig nicht aufgeben. And that we work together. Und dass wir wieder zusammenarbeiten. Danke. Thank you. Okay. Thank you.